Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und es ist immer noch Challenge-Zeit, aber für heute ist es für diese Runde die letzte Folge. Aber ich habe schon für die nächste Challenge eine Idee. Und ich bin mal gespannt, wie die bei euch ankommt, aber das gibt es natürlich in dem Challenge-Ankündigungsvideo. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass ich leider ein Werk durchfallen lassen muss. Warum? Das möchte ich euch jetzt erklären. Trotzdem, The Movie Maker, ich grüße natürlich trotzdem gerne deine Schwester Sarina. Hallo schön. Hallo schön. Hallöchen, Sarina. Aber, The Movie Maker, ich muss leider dein Werk durchfallen lassen. Das ist ganz einfach. Du hast zwar quasi verlinkt, dass du etwas von einem anderen Werk benutzt hast. Du hast denjenigen auch gefragt. Das finde ich auch top. Deswegen fetten Daumen nach oben. Aber deine Eigenleistung ist viel zu gering. Das hier ist das Werk von The Movie Maker. Ne? Chopper-mäßig halt. Aber er hat sich bei Pure Death bedient. Und zwar bei dem, Moment, wie heißt es? Bei dem Motorcycle 2 von Pure Death. Und das sieht so aus. Ihr seht, was ich meine. Also die Eigenleistung von The Movie Maker liegt daran, dass ihr hier oben ein MG hingeklatscht hat, hier diese Seitenteile, unten dann quasi hier noch dieses Stützrädchen und das war's. Und das ist definitiv zu wenig und deswegen mach's gut, liebes Motorrad. Sorry, aber das geht gar nicht. Das habe ich letztens schon mal gemeint. Leute, wenn ihr einfach nur die Farbe ändert oder irgendwie was Kleines dran schmeißt, das ist keine Eigenleistung. Das mache ich dir in 5 Sekunden. Und das finde ich nicht in Ordnung. Da fühle ich mich tatsächlich auch ein bisschen persönlich verarscht. Ja, aber ihr lernt es halt irgendwie nicht. Schummeln ist uncool. Deswegen starten wir jetzt mit den coolen Sachen. Zum Beispiel mit dem Baduba BA6B Buffalo Dirtbike. Richtig nett gemacht. Und da gab es auch einen Beschreibungstext zu. Da muss ich jetzt mal kurz reingucken. Mit der Buffalo wirst du jedes Rennen gewinnen. Ist vielleicht nicht das agilste Dirtbike aller Zeiten. Aber es kann ein paar coole Tricks machen. Benutze den V2L für ein Wheelie und Q und E, um in der Luft zu drehen. Okay, das geht ja schon mal gut los. Aber es ist wirklich ein schönes Ding. Gefällt mir extrem gut. Hier ist irgendwas in der Luft. Ich schätze mal, es wird eine Kamera sein. Aber es ist ein schönes Moped. Da bin ich gerade aus Versehen aus dem Spiel rausgetappt. Jetzt habe ich gerade die Gabel vorne abgerissen. Also leicht. Richtig nett das Gerät. Wheelie! Okay, das sollte man vielleicht nicht so stark machen. Es fährt sich eigentlich ganz angenehm. Ach genau, das hier war ein Stoppy. Das ist mir letzte Folge nicht eingefallen. Auf der Vorderachse. Es ist ein bisschen fragil, das gute Stück. Aber das Lager ist halt auch wirklich super klein. Aber trotzdem, es gefällt mir sehr, sehr gut. Also das funktioniert ziemlich cool mit dem Wheelie, wenn man es nicht übertreibt. Man muss die Grenzen von dem guten Gerät kennen. Es ist leider ein bisschen störrisch. Weiß ich auch, was du meinst mit nicht so agil. Also die Beschreibung war auf Englisch, deswegen habe ich kurz übersetzt. Weiß ja nicht, wie mächtig ihr allen des Englisches, der englischen Sprache seid. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal dazu genötigt gefühlt, das kurz zu übersetzen. Ich glaube, das ist ganz okay für euch. Ja, also wie gesagt, so richtig geil agil ist es nicht, aber hat er ja schon angekündigt. Aber ich finde das super hübsch gemacht. Auch hier der Motorblock und sowas. Einzylindermaschine. Schnell wird das Ding nicht fahren, eigentlich. Aber es fährt halt trotzdem einfach mal wahrscheinlich 200 Meilen pro Stunde. Ja, 200 kriegen wir auf jeden Fall drauf. Also das Ding ist ein bisschen crank.
Aber es ist ein schönes Teil, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt noch mal einmal kurz. Moment. Den Wheelie. Scheiße, wie konnte man das... Ah, genau so. Den Wheelie machen ohne... Ohne die Tasten. Das geht aber auf X und Z. Ohne den Schieberegler, meine ich. Für ein Bild, potenziell. Weil ich da durchaus mir vorstellen könnte, dass es diese Challenge-Runde abräumt fürs Thumbnail. Aber gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar andere coole Sachen. Als nächstes der Super Reno, oder eigentlich heißt es der Super Reno von Reimelefant 4988. Wind brauchen wir jetzt nicht. Hier ist auf jeden Fall Gyro verbaut worden. Wheelie, wenn wir volle Stoff geben, machen wir automatisch einen Wheelie. Das Ding ist ganz schön schnell. Und sehr stabil, wie man unweigerlich erkennen kann. Easy. Jetzt ist allerdings für mich die Frage, wo sitzt man hier? Das hier ist wahrscheinlich der Sitz, vermute ich mal. Aber wo sind dann die Fußrasten? Das hier? Sollen das hier die Fußrasten sein? Wenn ja, sind die verdammt weit weg und unterhalb des Tanks. Müsste man hier irgendwie seine Beine so durchstecken, aber dann müsste man quasi seine Knie umdrehen. Und der Lenker würde dann auch irgendwie nicht so ganz passen, weil man müsste sich ja mega nach vorne lehnen. Also da muss ich leider sagen, das ist so gar nicht durchdacht. Sieht witzig aus, aber es ist nicht wirklich durchdacht. Da bin ich mir gerade nicht sicher, irgendwie, ne? Also durchfallen, nein, auf keinen Fall. Ist halt auch ein Trike, aber ich habe ja gesagt, Trike ist okay. Jetzt habe ich gegähnt. Scheiße, es wird schon dunkel und ich muss gleich anfangen, die Grafikkarte einzubauen. Weil ich hier kein Licht habe tatsächlich. Und joa, da, Also auf dem Ding kann man unmöglich fahren. Man muss sich hier eigentlich drauflegen, wie bei einem, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei dem Moped von Batman bei The Dark Knight. Da geht das. Oder bei einem Light Cycle oder so. Oder halt bei einer Supersportmaschine. Miau. Aber der Sitz ist dann halt absolut hinfällig. Also ich finde es ganz nett, ist aber nicht durchdacht, muss ich sagen. Deswegen, das wird es leider nicht auf Thumbnail drauf schaffen, das kann ich jetzt schon sagen. Deswegen machen wir weiter mit dem Future Bike 2 vom Hardstyle Lover. Schöner Name. Und das finde ich tatsächlich ziemlich gelungen. Das hat so ein bisschen was wie Science Fiction, wie man sich in den 70er Jahren vorgestellt hat, finde ich. Oder? Was sagt ihr dazu? Lol, das ist ja eine nächste Funktion. Um stabiler zu werden, fährt das Ding einfach mal auseinander. Das Problem ist, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man beschleunigt. Ah, okay, jetzt wird ein Schuh draus. Und damit kann man sogar kämpfen. Und die Steuerung funktioniert erstaunlich gut. Und wir machen mal kurz die Rädchen vorne zusammen. Boah, das war knapp hier, ey. So, Rädchen sind zusammen. Und schon ist die Steuerung komplett anders. Aber nicht schlecht. Das Ding reagiert erstaunlich gut noch auf Lenkbefehle, auch bei 1000 km/h. An dem Moment, wir lassen das mal zusammen. Für was ist das? Ey, das ist zu schnell. Für das Motorrad. Deswegen, bei hohen Geschwindigkeiten muss man die Dinger auseinandernehmen. Vorne, sonst geht da ja nichts mehr. Gucken wir, ob wir noch die Schräge hochkommen. Nein, wir sterben sofort. Gibt es dazu eine Beschreibung? Kurz mal bei Hardstyle Lover nachschauen. 1 und Pitch down for Wheelie. 1 und Pitch
Pitchdown für den Wheelie. Ah, okay, verstanden. Also das finde ich richtig nice, muss ich sagen. Dann, was haben wir noch? Throttle und 2 für die Stabilität. Das habe ich ja schon gesehen. Das finde ich richtig cool eigentlich, die Funktion. 3 für die Guns. 4 und Trim für den Boost. 4 und Trim für den Boost. Also tatsächlich dieses Stabilität... Stabilitätsgelenk, nenne ich es jetzt einfach mal. Das funktioniert erstaunlich gut, finde ich gut. So, und die 4 und Trim für den Boost. Dann hauen wir mal raus. Miau. Alles klar, 300, 400. Kannst schwimmen? Nein. Aber das finde ich richtig gut. Also definitiv Kandidat für Thumbnail. Das wird schwierig. Baduba und Hardstyle Lover, hartes Kopf an Kopf haben gerade für mich. Schwierig. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten coolen Ding, den Ground Chopper von Jutmeier M. Den finde ich nämlich auch nicht schlecht. Hier sogar hinten schön Fender modelliert mit License Plate, also mit Nummernschild. Sehr schön, schon mal nicht Schub, sondern WASD zum Lenken. Brav. Lol. That escalated quickly. Okay, damit kann man wohl auch lenken. Irgendwie. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das überschlägt sich irgendwie schnell. Gibt es auch dazu eine Beschreibung? Zum Ground Chopper? Ja, gibt es. V für die Flares. Flup. Flup, 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 flup. Und Alt für die Rockets. Achso, die muss man natürlich erst aktivieren. Das sind diese neuen ungelenkten Raketen, oder? Wo sind denn die verbaut? Ah, da vorne. Seht ihr das? Ja, das sind diese neuen ungelenkten Raketen. Die mit dem letzten Patch dazu kamen. Alter, das Ding ist so schnell. Flup, 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 flup. Und die Flares natürlich auch. Ich habe keine Ahnung, warum die du da eingebaut hast, weil es macht so gar keinen Sinn, aber dann sehen wir die auch mal. Das Ding ist leider unlenkbar. Und es zieht vor allem automatisch schon mal nach rechts. Aber es ist verdammt schnell. Die Funktion ist nicht so cool, aber ich mag das Aussehen ganz gerne irgendwie. Irgendwie mag ich das. Ich weiß nur nicht warum. Flup, 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 flup. Wenn man nicht zu schnell fährt, fährt es auch gut. Und stabil. Aber Moped muss halt auch auf der Autobahn fahren können, nicht? Ah, schwierig. Schwierig. Ich bin nicht so überzeugt, muss ich gestehen. Nicht so ganz. Was haben wir denn noch im Angebot für heute? Als nächstes, das habe ich auch nicht verstanden, dass Killer-Moped mit Operstelzen von Gamecraft. Ich habe nach diesem Wort gesucht. Operstelzen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Auch Google weiß es nicht. Dieses Wort existiert nicht. Was ist das? Was sind Operstelzen? Bitte erklären. Ist das ein Autokorrekturfehler? Ich weiß es nicht. Wenn ja, fände ich das sehr bitter. Ah genau, das hier ist übrigens mit dem Flamethrower-Mod. Finde ich ganz witzig eigentlich. Den kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. Ich habe mich zwar im ersten Moment wieder aufgeregt, dass es wieder irgendeine Mod ist, die ich noch nicht installiert habe. Das heißt, ich musste erst wieder in den Shop gehen und es installieren. Aber dann fand ich die doch eigentlich ganz cool.
Miau. Vor allem, dass das Feuer halt stehen bleibt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich find's witzig. Ah, sieh mal einer an. Das können wir umbauen. Nee. Aber das ist ja nicht mal ein Trike, das ist ja sogar ein Fiat. Der hat ja sogar vier Räder, also Moped mit Stützrädchen. Aber auch das finde ich noch okay, finde ich jetzt nicht so schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wie gesagt, man kann das hier irgendwie so zusammenfuddeln. Nach hinten flamen. Was macht denn das für lustige Bögen hier, das Feuer? Yo! Das habe ich gar nicht gesehen, das sind ja Cleaver. 6 Stück, man kann es auch übertreiben, ey. Das sind die Cruise Missiles in Simple Planes. Aber hier ist der Flamethrower. Quasi als Auspuff missbraucht. Und das ist die Sprengkraft der Cleaver. Macht ziemlich groß Bumm. Gibt es da noch eine Beschreibung zu? Ah, jetzt ist auch lustig. In der im Einsendungsvideo steht, es heißt Killer Moped mit Opa-Stelzen. Also nicht Au-pair, sondern Opa-Stelzen. Sagt mir leider immer noch nichts. Muss ich gestehen. VTOL nach oben für stabileres Fahren. Das möchte ich tatsächlich bezweifeln eigentlich. Ich wüsste jetzt keinen Grund dafür, warum das stabiler sein soll, wenn ich den Radstand verkürze. Wenn das platt aufliegt und wir haben hier ordentlich ein bisschen Platz dazwischen, müsste es doch eigentlich besser sein. Weil so mache ich ja auch noch zusätzlich den Schwerpunkt nach oben. Ich glaube nicht, dass das besser fährt, ehrlich gesagt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich muss jetzt aber auch gestehen, ich merke keinen Unterschied zwischen oben und unten. So. Mit dem Moped mache ich jetzt noch einen schönen Feuersprung. Miau. Oh mein Gott. Da bin ich leider auf die Sprengköpfe vorne gekommen. Joa, da muss ich sagen, ist nicht so meins. Vor allem, weil ich das Wort nicht verstehe. Deswegen gehen wir weiter zum Mokokailala. Wie auch immer man das ausspricht. Mokokailala. Ja doch. Von MTB Crafter. Und MTB hat geschrieben, das heißt eigentlich nur Motorrad auf Hawaiianisch. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Ne? So, Tricks sind möglich. 3 an der Zahl. Ich muss in die Beschreibung rein. Um Gottes Willen. So, Normal Controls. Fahren wir erstmal normal los. Ah, guck mal, schon mal. Hier direkt beim Gas geben Wheelie das Ding. Und No-Hander. Witzig. Whee! Und zwar permanent. Ja, das sieht schon sehr geil aus, muss ich gestehen. Das gefällt mir auch mit dem Fahrer. Das ist das einzige Motorrad, glaube ich, mit Fahrer bisher. Was haben wir denn? Wheelie und Headspin W und A oder D drücken, dann S, A oder D drücken. Warten, bis es wieder steht. Oh je. Hui! Scheiße. Meine Güte, das Ding ist ja total außer Kontrolle. Hui! Alles klar. Das hat echt zu viel Leistung. So ganz dezent. Aber es funktioniert. Und hier der No-Hander, wie die Arme rumbackeln. Ist auch geil.
Hat sogar eine eigene Combo gekriegt hier mit MTB drauf. Sehr schön. Neues Logo MTB oder was? Sehr nett gemacht. Aber ich muss sagen, von dir bin ich ja normalerweise noch detaillierteres gewohnt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber trotzdem, es funktioniert sehr witzig. Also es fährt tatsächlich ausgesprochen gut, wenn man langsam unterwegs ist, wie ihr seht. Und zwar mit Abstand das beste Fahrgefühl, was wir jetzt bisher hatten. Also alleine dafür müsstest du eigentlich das Thumbnail bekommen. Guck mal, wie geil sich das auch in die Kurve legt. Also richtig gut gemacht. Also das hat man auch wirklich unter Kontrolle. Also solange es halt nicht nur auf dem Hinterreifen fährt. Und solange kein Staubkorn auf der Straße liegt, weil dann überschlägt sich die ganze Zeit. Aber sehr, sehr gut zu fahren. Hier noch mit 160 um die Kurve. Zwischendurch nochmal ein bisschen Gas gegeben. Das funktioniert perfekt. Nur den Wheelie, gut, ist halt so, ne? Aber will man machen. Bei so einem starken Motor kann man da nicht drosseln. Alter, wir fahren hier mit 250 Meilen pro Stunde um die Kurve und das Ding findet das voll okay. Überschlagen wir uns jetzt ein paar Mal. Vor allem ist das Ding halt auch einfach unkaputtbar. Was ich sehr erstaunlich finde. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich kann man irgendwie den Damage ausschalten für die Teile, vermute ich mal. Und jetzt sehe ich gerade, das ist MTBs erstes Bike. Dafür nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt. Mit 300 Sachen gesprungen. Und tatsächlich, hier sieht man einen ganz netten physikalischen Effekt. Das ist nämlich wirklich so. Wenn ihr mit man fragt sich ja immer in so Videospielen, ja, irgendwie, ich kann das Auto noch in der Luft lenken. Tatsächlich kann man das, zumindest teilweise. Und zwar mit einem Drehmoment. Wenn man Gas gibt, ne, verändert sich ja der Drehmoment von den Reifen. Das heißt, du kannst tatsächlich dann nach vorne oder nach hinten kippen lassen, deine Karre oder jetzt eben auch dein Motorrad. Weil der Drehmoment halt einen Impuls erzeugt. Das funktioniert tatsächlich halbwegs gut. Deswegen, wenn irgendwelche Stunt-Leute über irgendwelche Hindernisse springen oder sowas, geben die halt zwischendurch auch tatsächlich in der Luft noch ein bisschen Gas. Gut, also diese Drehbewegung, die kriegst du nicht raus. Aber zumindest das nach vorne oder nach hinten kippen, das kann man halbwegs kontrollieren. Ist aber einfache Physik, wenn man es genau nimmt. Also das Ding ist mega cool. Funktion hammerhart. Aber es gab schon welche, die besser aussahen, ne? Deswegen kommen wir jetzt noch zum letzten, zum Tron-Bike von Kyusha. Und ja, geht in die Richtung, würde ich sagen. Aber das Problem, was du jetzt natürlich hast, ich bin ein riesen Tron-Fan. Ich habe die Filme gesehen, logischerweise, wobei der erste natürlich tausendmal besser war als der zweite. Und habe Spiele gespielt, einen Haufen Spiele. Es gibt ja auch einzelne Spiele zu den Light Cycle Races. Deswegen, das hier ist ein Light Cycle, liebe Freunde. Beziehungsweise es ist auch kein Light Cycle, weil es sieht nicht unbedingt aus hundertprozentig wie ein Light Cycle. Aber ich finde zum Beispiel hier das Hinterrad, finde ich ziemlich geil gemacht. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Nur der Rest nicht so ganz. Was ich mega gefunden hätte, wenn du irgendwie zum Beispiel die Smoke Trail Mod oder sowas vielleicht missbraucht hättest, um halt die Lichtspur hinten dran zu pappen. Das hätte ich gefeiert. Steuern lässt sich leider gar nicht, aber das hattest du, glaube ich, auch in den Kommentaren dazu geschrieben. Genau. Finde ich sehr schade, deswegen, nee, finde ich leider schwierig dann zu bewerten. Oh, ich habe einfach nur die Tasten nicht gedrückt, ich Volldepp. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Wahrscheinlich hat sich Kyusha jetzt schon irgendwie 5 Minuten aufgeregt. Du Penner, ich habe das doch eingebaut.
Genau, jetzt bräuchte ich natürlich noch ein zweites Light Cycle, der dann da auch durchfährt. Aber trotzdem ist es halt nicht lenkbar. Und das ist ein Problem, weil ich kann jetzt keine geilen Spuren ziehen. Aber ich finde es cool, dass du mehrere Farben benutzt hast, weil die Light Cycle Spuren, die haben auch so leichte Schaschierungen in der Farbe. Und das hast du eigentlich ganz nett nachgebildet. Trotzdem muss ich leider sagen, es fährt halt überhaupt nicht. Ich möchte es nicht durchfallen lassen, weil es ein cooles Motorrad ist, aber Fahrphysik ganz grober Scheiß. Aber wir tun einfach so, als würde es an Simple Planes liegen und damit verabschiede ich mich für heute. Denn das dürfte es gewesen sein. Ich habe zumindest, falls ich irgendwas vergessen habe an Einsendungen, könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Und ich werde es geflissentlich ignorieren. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, ich habe alles abgegrast. Wenn ich doch was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Schaue ich mir dann an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!